Bilder aus der DDR in den 50er Jahren. Sie sollen Einklang zwischen dem Staat und den Bürgern vermitteln. Nach dem Volksaufstand vom 17. Juni 1953 gab es Zugeständnisse, doch die SED bleibt misstrauisch. Will jede Form von Widerstand rechtzeitig erkennen. Verantwortlich dafür ist das Ministerium für Staatssicherheit unter seinem Chef Erich Mielke, der 1957 sein Amt antritt. Er hatte nie die Vorstellung, Parteiführer sein zu wollen. Er saß lieber im Hintergrund wie die Spinne am Netz und wenn es da irgendwas zuckte, schlug er zu. Erich Mielke. 1931 erschoss der junge Kommunist in Berlin zwei Polizisten und floh nach Moskau. Sein großes Vorbild ist Stalin, auch bei der Verfolgung von politischen Gegnern. In der Staatssicherheit wurde so eine Auffassung vertreten, wir sind diejenigen, Schild- und Schwerterpartei hieß es ja nicht, wir sind diejenigen, wenn alles andere versagt, haben wir die Republik zu retten. Im Jahr ihrer Gründung 1950 hat die Stasi nur 1000 Mitarbeiter. Bei Mielkes Machtantritt 1957 hat die Stasi 14.000 Angehörige. Am Ende der DDR werden über 90.000 Hauptamtliche und mehr als doppelt so viele inoffizielle Mitarbeiter für das berüchtigte Ministerium arbeiten. Auf einen Stasi-Mann kamen in der DDR also 180 Bürger, wenn man das Verhältnis so sieht. Bei den Sowjets waren das also etwa 600 Bürger, nicht? Bei den Tschechen waren es also sogar an die 800, 900. Bei den Polen also über 1500. Also so engmaschig war das in der DDR. Mielkes Angst vor der Konterrevolution steigert sich zum Wahn. Die Überwachung der Bürger soll lückenlos sein. Spitzel lauern überall. Der Spezialist öffnete mittels Nachschlüssel das Buntbordschloss um 9.10 Uhr. Die Durchsuchungskräfte. Eine Hausdurchsuchung, gefilmt von der Stasi. Die Jagd nach mutmaßlichen Staatsfeinden kennt keine Rücksicht. Man hatte vor diesem Menschen große Angst. Vor dem und seinem wahnsinnigen Apparat hatte man Angst. Und hatten wir alle Angst. Wir haben uns lediglich nicht vorstellen können, wie weit die Macht dieses Menschen wirklich gereicht hat. Doch am Ende kann auch die Stasi die friedliche Revolution in der DDR nicht stoppen. Mielke befindet sich in Untersuchungshaft, als die Zentrale seines einst so gefürchteten Ministeriums im Januar 1990 vom Volk gestürmt wird. Die Stasi wird aufgelöst, ihr Aktenbestand den Opfern zugänglich gemacht, ein weltweit einzigartiger Vorgang. Erich Mielke wird vor Gericht gestellt. Aber nur für die Polizistenmorde von 1931 verurteilt. Bis zu seinem Tod im Mai 2000 zeigt er keine Reue.